Jesus sagt, unmittelbare Entrückungswarnungen sind kontraproduktiv. Wie nutzt du deine Zeit? 19. April 2018. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Betreffend dem Teilen von Träumen über eine unmittelbar bevorstehende Entrückung. Claire begann, wie gehen wir damit um, Jesus? Sage deutlich, was ich dir gesagt habe und ja, stelle diese Frage. Ich hatte eine Frage in meinem Kopf. Was hast du in den 5 Jahren, die du dein Leben aufgeschoben hast, um auf die Entrückung zu warten, getan? Mit anderen Worten, wenn die Leute, die unseren Kanal verfolgt haben, weil gesagt wurde, dass sich die Entrückung um 3 Jahre verzögert und sie jeden Tag auf die Entrückung warten. Was haben sie getan? Was habt ihr mit euren Gaben getan? Wie habt ihr dem Herrn gedient? Jesus begann, ja, ich möchte, dass du das Thema ansprichst, Claire. Wir sind jetzt genau an demselben Punkt wie vor 5 Jahren. Und es gibt noch so viel zu tun. Ich möchte, dass meine Propheten eine größere Weitsicht haben und verstehen, dass im Augenblick Tausende erlöst werden, weil die Menschen draußen auf den Feldern arbeiten. Stellt 10 Menschen nebeneinander, gleiches Alter, gleiches Engagement für mich, gleiche Bildung und gleicher kultureller und wirtschaftlicher Hintergrund und präsentiert ihnen diese Botschaft. Stellt sie in einer Reihe auf und verkündet, die Entrückung steht unmittelbar bevor. Dann macht einen Schritt zurück und beobachtet, was sie tun. Ihr werdet sehen, dass 9 von ihnen ängstlich reagieren und anfangen, ihre Schutzräume zu bauen, Lebensmittel einzulagern, ihre Verwandten zu warnen und so weiter. Ihr werdet sehen, dass einer von ihnen ins Missionsfeld geht oder sich dem Dienen widmet, um bei der Seelenernte zu helfen. Jetzt stellt 10 weitere Personen mit mehr oder weniger den gleichen Werten und Verpflichtungen nebeneinander und sagt ihnen, die Entrückung wird um 4 bis 6 Jahre verschoben. Beobachtet, was sie tun. Einer wird nach Hause gehen und sagen, cool, und seine Videospiele spielen, weil er denkt, dass er alle Zeit der Welt hat. 6 werden fragen, Herr, da wir noch so viel Zeit haben, was kann ich für dich tun? Und 3 werden sich in Aktion schwingen und ihre Träume für mein Reich zu ihrer einzigen Priorität im Leben machen. Ich sage euch die Wahrheit, diese ständigen Entrückungswarnungen, wenn sie nicht richtig präsentiert werden, treiben die Menschen in die Angst und in die Selbsterhaltung. Was sie dazu veranlasst, ihre Träume und Gaben aufzugeben, um sich um geliebte Menschen zu kümmern, die nicht entrückt werden. Mathematisch ausgedrückt, 1 von 10 wird sich auf den Weg machen, um mehr Menschen in das Reich Gottes zu bringen. Die anderen 9 werden sich ihren eigenen Familien zuwenden und sich vorbereiten. Ich möchte, dass sich alle in Aktion schwingen, ihre Gaben nutzen, wenn sich ihnen die Gelegenheit dazu bietet und, wie bei dir, Claire, ihre Fähigkeiten verbessern. Siehst du, wie kontraproduktiv dringende Warnungen sein können? Diejenigen, die auf die Entrückung warten, werden nicht mit meinen Anliegen beschäftigt sein, wenn ich komme, und sie könnten sehr wohl zurückgelassen werden. Jene, die hart arbeiten, solange sie noch Zeit haben, werden mit einem Flug in den Himmel belohnt werden.
Es gibt viele, die auf den Dächern sitzen und durch die große Trübsal gehen werden, weil sie nicht für das Hochzeitsfest gekleidet waren und kein Öl in ihren Lampen hatten, weil sie für sich selbst lebten. Das ist die große Gefahr hier. Herr, wie machen wir also weiter? So wie ich euch gelehrt habe, ihr habt nur noch wenig Zeit, aber genug, um das zu tun, was euch aufgetragen wurde, und sogar neue Talente zu kultivieren und sie einzusetzen, um Seelen zu retten. Die muslimischen Nationen schreien nach Wahrheit. Sie sind wegen ISIS desillusioniert. Sie haben ernsthafte Zweifel und Bedenken bezüglich dem, was der Koran lehrt. Und einige fragen sich sogar, ob der Gott der Christen der einzig wahre Gott ist. Aber es ist kein Christ da, der es ihnen sagen könnte, denn sie sind alle zu Hause und arbeiten an ihren Schutzräumen und versuchen, ihre Familien vorzubereiten. Ich habe euch gesagt, was eine Seele für die Entrückung qualifiziert. Es lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Liebt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und mit all eurer Kraft und liebt euer Nächstes wie euch selbst. Mit anderen Worten, denkt wie ich denke. Tröstet die Armen, die Verlorenen und die Kranken mit meinem Trost, mit meinen Worten und mit Gebeten und lebt für andere, nicht für euch selbst. Dann werdet ihr mir ähnlich sein, wenn ich wiederkomme, und ich werde euch sofort als meine Braut erkennen. Seht ihr? Die wohlhabenden, mit sich selbst beschäftigten Christen werden nirgends zu sehen sein, denn sie sind zu Hause und dienen sich selbst. Aber diejenigen, die unterwegs sind und sich für andere einsetzen, die werde ich erkennen und sofort mitnehmen.